Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elex. Ja, wir sind immer noch hier Firmengelände West-Edan, denn hier ist die Reaktorspule X48, die wir brauchen, die ist irgendwo im Keller und die wollen wir uns holen. Wir sind erstmal hier komplett die Räumlichkeiten lang und hatten so mit ein paar kleinen, ja, kleinen Fiesig-Magtentchens hier zu tun, ne? Also war jetzt nicht, huch, achso, eine doofe Fackel. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt runter in den Keller. Besser, und wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, ja. Wobei, hier geht's auch noch runter. Aber das ist, glaube ich, nicht der Keller, den wir haben wollen, ne? Aber hier ist nochmal eine Zwischenebene. Oh, wow, 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 wow. Hier ist der Fahrstuhl. Pass auf, ich speichere mal. Ach, herrje. Okay, wir sind zumindest auf Ebene. Wenn man uns den gelben Balken, hier den gelben Strich auf der Karte, auf der Minimap ansieht, dann sind wir auf der richtigen Höhe. Und ich habe ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Okay, hier unten ist Blut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht gefällt mir das. Das ist halt gerade ein kleines beklemmendes Gefühl hier. Vor allem noch mit dieser Sounduntermalung. Es tut mir leid, Sir. Der Doc hat mich aus seinen Laboren verbannt und das kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Sobald diese Phase vorbei ist, wird er hoffentlich selbst Bericht erstatten können. Außerdem bitte ich jetzt bereits in seinem Namen um einen genauen Statusbericht der anderen Forschungsstation. Mhm. Was ist das hier hinten? Okay. Das ist der Treppenaufgang, den wir... Oh Gott. Boah, ist das duster hier. So, wo gehen wir lang? Wir gehen da runter. Aktuell sehe ich noch nichts. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ein paar Tränke. Ich finde es schon interessant, dass hier überhaupt noch so viele, viele Dinge hier noch bestromt sind, ja. Hier war doch eigentlich gar keiner weiter. Guck mal, hier ist überall Licht. Okay. Speichern. Hallo? Okay, das ist hier nur so ein Widerschein. Gut. Oder nicht gut, wie auch immer. Das Geräusch kommt von draußen, hoffe ich mal. Halt, was das früher wohl mal war? Ja, ich weiß es nicht. Mächtiger Energiespeicher, okay. Halt. Ja, doch. Das hört sich gruselig an. Guck mal, da oben ist eine Steuereinheit, okay. Wir müssen noch weiter tiefer, auch bitte nicht, ne? Halt. Es ist so verdammt dunkel hier. Ich sehe echt überhaupt nichts. Eisenerz. Mana-Trank. Ich bin nicht gut genug. Was passiert jetzt? Oh, das geht noch eine Ebene tiefer, wa? Ach, du Heiliger.
Ach, du Heiliger. Na, das kann ja was werden. Hier ist... Boah, ist das duster! Ich weiß, ich könnte jetzt eine Fackel nehmen. Haben wir überhaupt eine? Wir haben ja... Siehste, deswegen sind die Dinger auch hier. Wir könnten ja einfach so eine Fackel nehmen hier. Wir könnten es aber auch lassen. So, von hier sind wir gekommen, ne? Genau. Das war der andere Weg und das war der Weg. Och, ist das jetzt nicht dein Ernst? Okay. Theoretisch dürften ja unten ja gar keine Monster sein. Theoretisch. Also, rein theoretisch. Das müsste ja alles noch so sein wie verschlossen. Ja, theoretisch sage ich dazu nur. Okay, da kommt der nächste. Wer kruschelt hier? Nun komm her. Komm her. Oh! Da konnte ich nicht rechtzeitig ausweichen. Noch mehr Viehzeug. Huch. Komm her. Komm her. So. Da sind noch mehr Viecher. Boah. Ja, da kommt's. Okay. Noch mehr? Nee, erstmal nicht. Okay. Oh, Dawkins Memoiren. Was ist da drin? Halt. Ist ein Buch, ne? Nee, ein Zettel war das. Nee. Da. Huh, Moment. Also, mein Vermächtnis. Ich war als leitender Wissenschaftler am größten Geheimprojekt der Menschheit beteiligt. Die Ereignisse der letzten Monate haben mich erkennen lassen, dass ich meine Arbeit für die Nachwelt schildern muss. Wenn in einigen Monaten noch etwas von der Menschheit übrig sein wird. Ich wurde von der Infinite Skies als renommierter Wissenschaftler angeworben, um bei ihren Raumfahrtexperimenten beratend zur Hand zu gehen. Bei meinem Abschluss in Physik war das auch nicht verwunderlich. Das Gehalt war ebenfalls ein überzeugendes Argument. Die Überwachung von Himmelskörpern, deren Laufbahn uns gefährlich werden könnte, war noch sehr neu. Daher hielten wir den fatalen Meteoriten erst für unbedenklich. Das kleine Ding bereitete mir Kopfschmerzen. Ich ließ die Computer auf Hochtouren rechnen. Mit jedem Tag wurde ein Zusammenstoß immer wahrscheinlicher. Aber der Vorstand wollte von solchen Hirngespinsten nichts hören. Bereits da habe ich auf eigene Faust angefangen, Ideen zur Rettung vor der Katastrophe zu entwickeln. Erst Jahre nach der ersten Sichtung bestätigten auch meine unfähigen Kollegen, dass wir uns ernsthaft Sorgen machen mussten. Das Rettungsprojekt wurde ins Leben gerufen. Ja, ist ein bisschen von sich selbst überzeugt, der Typ, ja? So. Terrafogel. Und hier muss irgendwo... Da ist es. Das rot leuchtende da. Jawohl. Sehr gut. Das Ding hier wird mir noch gute Dienste leisten. Jawohl. Gehen wir hier weiter durch? Ich speichere mal ab hier. Was ist das hier? Dr. Adam Charles Dawkins. Ah, das ist er. Das ist er. Da unten ist noch was Elexit. Haben wir noch mehr Elexit, dann sollte ich das mitnehmen. Das hier zum Beispiel. Auch wenn es nur eins ist, ne? Weil das Elexit nicht ehrt, ist das andere... halt. Verschlossen. Oh, Hacken. Wir hacken jetzt einen Schrank. 7, 4... Also 4 geht wieder nicht. 1, 2... Ach so... Ach, jetzt sehe ich das erstmal. 1 ist gleich.
Hä? Wie geht das hier? Warum kann ich das hier nicht eintippen? Hä? Ich kann das nicht eintippen. 5 ist gleich 5 größer 4. Hä? Ach, hör auf. Also 4 ist verkehrt. 5 muss größer als... aber die 5 ist an der falschen Stelle, oder was? 5 größer 3. Kleiner 7. Die 7 ist richtig, okay. Bleibt noch 2. Dann bleibt nur noch 1. Geht doch. Na siehste. Ahoi Brause, okay. Geldbündel und super. Naja, immerhin. Elektroschrott. Oh, hier sind noch die Memoiren. Zweiter Teil. Ach, hier geht's gar nicht weiter, sehe ich gerade. Ach so. Ach, guck mal hier. 5517. Ja, okay. ich sag dazu nichts. Da. Nochmal fertig machen. Mein Vermächtnis. Aus Sicht der Vernunft war es notwendig, ein Ausschlussverfahren zu entwickeln. Es wäre eine Utopie gewesen, die gesamte Menschheit zu retten. Als Realist habe ich diese Tatsache direkt zu Anfang angesprochen. Ohne Geheimhaltung wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen. Geeignete Kandidaten wurden über eine Werbekampagne gesucht. Man warb um verschiedene Altersgruppen und mit unseren Tests filterten wir diejenigen heraus, die genetisch am besten zur Erhaltung der Menschheit geeignet wären. Oder waren. Die PR-Leute leisteten ganze Arbeit. Sehr viele unterschiedliche Bürger meldeten sich für das Projekt, sodass wir streng aussieben konnten, wer wirklich genetisch perfekt genug ist, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Durch die Katastrophe würde eine natürliche Selektion stattfinden, die wir lenken konnten. Die Menschheit sollte gestärkt aus dem Untergang hervorgehen. Wir würden auf eine neue Evolutionsstufe gehoben. Na toll. Ja, das gleich wieder ausnutzen, ne? Ach, guck mal. Was ist das? Doch ein bisschen zu viel Elex genossen, hä? Halt! Meine, alles meine! Okay, damit hätten wir das definitiv abgeschlossen. Aber es ist cool gemacht. Also das finde ich endlich mal so einen richtigen, sehr interessanten Aspekt hier. Also dass man hier so ein paar Dinge aufmachen, kleine Mythen, so ein bisschen Mini-Rätsel-Stimmung hast du nicht gesehen. Ihr wisst, was ich meine. So, rauskommen wir hier nicht, ne? Das war nur Licht. Wir müssen den kompletten Weg über die Fahrstühle gehen. Ah, oh Gott. Nicht gut. Gar nicht gut. Nee. So, hier. Oder? Oder hier? Ne, hier waren wir auch schon, ne? Halt! Was war das? Alles mitnehmen. Ach, hier ist die Treppe. Ich sehe nichts. Ah ja, okay. Huch! Die Frage ist, wie viel gibt es hier auf den unterschiedlichen Ebenen? Hier oben waren wir schon. Dann sind wir hier hochgeflogen. Genau. Oh. Okay. 1. 2. 3.
Okay, meiner. Schön die Aggro ziehen. Oh. Jawohl. Na, aber so wird es doch. Das war gut, das war gut. Und gleich noch ein Level up. Okay. Ach, guck mal. Das ist... Ach, hör auf. Das ist die Ebene, wo wir runtergesprungen sind. Ein Glück, dann wären wir sonst vorher schon da gewesen. Verdammt. Haben wir ein Schwein? Da oben ist die Tür. Was ist da? Nee. Ach, schade. Das wäre jetzt cool gewesen hier. Auf die andere Seite oder so. Oh. So, haben wir noch irgendwas? Da oben ist so eine Ebene. Der stand jetzt hier bloß rum und hat die Kiste hier bewacht? Oder was hat er gemacht? Ein Flugblatt. Na, super. Altes Flugblatt 3. Warte mal, was ist das? Ach, da haben wir schon so viel. Infinite Skies, bewerbt euch jetzt. Bla, 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 bla. Okay. Ja. Aber... Sonst haben wir hier nichts weiter, ne? Also hier können wir raus. Hier hätten wir wahrscheinlich auch reingekonnt. Ich gucke mich bloß noch schnell hier um. Okay, hier waren wir schon. Guck mal, hier ist der leere Spind. Ja, ja, hier waren wir schon. Da ist uns nicht aufgefallen oder sind wir da nicht hingegangen? Ich glaube, wir sind da einfach nicht hingegangen, ne? Das ist nämlich ganz oben. Mhm. Okay, gut zu wissen. Das heißt, wir können hier... Hier waren wir doch, ne? Ja, genau. Genau, hier hinter waren wir schon. Haben wir das vollständig übersehen? Okay. Und dann auch nach oben. Boah. So. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal kurz auf die Karte. Okay, wir sollen... Genau, wir sollen das Ding hier abgeben. Also diesen komischen Generator, den wir gefunden haben. Aber das ist der hier, genau, der defekte. Wir haben noch einen schwerwiegenden Verdacht, der Eremit Zaddom. Das lasse ich mir noch. Krieg der Maschine. Da haben wir noch die Konverter, die wir machen sollen. Und Vaterfreuden. Ich würde sagen, die hier machen wir in der nächsten Folge. Würde mich dann an der Stelle jedenfalls freuen, wenn ihr dabei seid. Vaterfreuden in der nächsten Folge. Und wir gehen weiter voran. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.